Das, was ich präsentiert habe, war auch dumm, aber naja, was soll's. Ja, sein können. Nein, hätte nicht sein können. Es war mehr als nur blöd. Egal. Überlegen, mal überlegen. Wir haben jetzt alles nachgefragt. Es muss einen Widerspruch geben. Und zwar zwischen dem Autopsiebericht, zwischen der Pistole, zwischen dem Messer und dem Kostüm. Zwei Schüsse abgefeuert. Okay, gut, das wollte ich nochmal nachgucken. Das ist wichtig. Sowas ist wichtig. Die verzweifelte Gegenwehr aus wegen des Kampfes gegen diese Person. Moment mal. Bin ich jetzt wirklich so blöd? Bin ich jetzt... Oh mein Gott! Kennt ihr diese Rage-Comics mit diesen Fu-Bildern? Da gibt's so einen Jungen, der seinen Computertisch wegschmeißt. Stellt euch dieses Bild bei mir bitte vor. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es richtig ist, aber... Oder ist es richtig oder ist es nicht richtig? Ist es richtig, ist es nicht richtig? Ist es richtig, ist es nicht richtig? Das ist gerade eine sehr große Frage. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Warum gibt es dann ein Loch in dem Kostüm? Das wird Maya wohl kaum selbst reingeschossen haben. Ich weiß nicht, soll ich das präsentieren? Es könnte mehr als nur falsch sein. Es könnte, Phoenix könnte aber wie üblich einen anderen Gedankengang als ich haben. Soll ich das versuchen? Es ist auf jeden Fall sinnvoller als diese komische Lochwand. Was haben wir zu verlieren außer Energie? Das Übersehen dieses winzigen Lochs in dem Kostüm wird der Anklage das Genick brechen. Hä? Wie meinst du das? Dieses kleine Loch hat eine riesige Lücke in ihrer Beweiskette offenbart. Ach ja? Bitte erklären Sie, Herr White. Sie behaupten, das Opfer hätte aus nächster Nähe während eines Handgemengs geschossen. Wenn das so war, müssten sich auf dem Kostüm dann nicht Schmauchspuren befinden? Schmauchspuren? Sie haben noch folgende Aussage zu Protokoll gegeben. Bei einem Schuss aus nächster Nähe treten Verbrennungen um das Eintrittsloch herum auf. Oh, aber auf dem Kostüm findet sich nicht einmal der kleinste Hinweis auf Schmauchspuren. Woher recht hat, hat er recht. Und, was genau heißt das jetzt? Das heißt, dass die beiden auseinander standen, als der Schuss abgegeben wurde. Du enttäuscht mich, Phoenix White. Glaubst du ernsthaft meine Beweiskette so leicht? Adi? Absurdum führen zu können? Mit so einer Wischi-Waschi-Logik könnte jeder Trottel alles Mögliche begründen. Dann würde ich Sie gerne bitten, meinen Gedankengang zu widerlegen. Mal schauen. Inmitten des Handgemenges stieß das Opfer die Angeklagte von sich weg. Und gab dann erst den Schuss ab. Zufrieden?
Völlig unmöglich. Nach der Zeugenaussage war die Stichverletzung des Opfers äußerst bedrohlich. Das Opfer hätte gar nicht mehr genug Kraft gehabt, die Angeklagte wegzustoßen. Also dann... Genau, die Angeklagte muss das Opfer weggestoßen haben. Nach dem Stich muss sie ein wenig Abstand zwischen sich und dem Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zustechen wollte, schoss der Doktor. Bitteschön, das sollte sogar nicht zufriedenstellen. Das erscheint mir durchaus logisch. Was halten Sie davon, Herr White? Aufgepasst, ich darf mir jetzt keinen Fehler erlauben. Konzentrier dich und fang an nachzudenken. Da stimmt was nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Phoenix White wirklich diese... Die Schmauspuren. Das hätte ich nicht gedacht. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich sag ja, Phoenix Whites Gedankengang ist anders als meiner, aber trotzdem ist er besser. Konzentrier dich und fang an nachzudenken. Warum sollte Maya Abstand zwischen sich und dem Opfer gewinnen wollen? Fragezeichen. Da stimmt was nicht. Warum will sie das denn? Warum? Mir fällt kein Grund auf, nicht mal ansatzweise. Also, da stimmt was nicht. Die Argumentation der Anklage enthält einen entscheidenden Fehler, euer Ehren. Entscheidender Fehler? Autsch! Wie interessant. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Präsentation dieses Fehlers. Erkläre mir doch bitte, warum meine Erklärung nicht stimmen kann. In ihren Ausführungen muss ihr einfach irgendein Lapsus unterlaufen sein. Was ist ein Lapsus? Egal. Sie muss ein wenig Abstand zwischen sich und den Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zustechen wollte, schoss der Doktor. Welches Beweisstück könnte dieses Szenario nur widerlegen? Okay. Welches Beweisstück könnte dieses Szenario nur widerlegen? Ich frage mich, ob ich hier was Falsches präsentieren darf. Die Energieleiste wird mir gerade nicht angezeigt. Egal. Maya stoßt das Opfer weg. In diesem Moment schießt das Opfer. Das Blut ist mit Sicherheit beim Zustechen herausgekommen, auf das Kostüm gespritzt. Deshalb wird das wohl kaum möglich sein. Sei denn, wir reden hier wieder von den Schmauspuren. Wieso riecht das Loch eigentlich etwas nach Schmauspuren? Das ergibt doch keinen Sinn. Maya stoßt das Opfer weg. In dem Moment, als sie noch einmal zustechen will, zieht der Doktor seine Pistole und schießt. Also ich würde jetzt
sagen, wenn man jemanden wegschubst und wenn man jemanden wegschubst, dann macht man das ja schon etwas weiter. In Mayas Zustand, sie hat die Kraft gehabt, diesen Doktor weit wegzustoßen, dass der quer durch den ganzen Raum fliegt. Wenn Dr. Gray dann feuerte, wieso feuerte er nur einen Schuss? Hatte er nur die Möglichkeit zu einem? Wurde er doch nicht so weit weggestoßen? Sodass Maya die Pistole schnell entreißen konnte? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich präsentieren soll. Die Pistole oder eine Autopsiebericht, weil in dem Autopsiebericht steht nämlich aus kurzer Distanz erschossen. Also, ich mach's einfach mal Pistole. Sehen Sie sich das hier mal genau an. Und warum bitte sollte ich das, Junge? Staatsanwältin von Kamas Ausführungen, dieses Beweisstück. Das ist falsch. Widersprechen sich nicht. Hä? Haha, da musst du deinen Griff schon ein bisschen mehr anstrengen, Junge. Ach, ausgerechnet von Gamschow belehrt zu werden, wie peinlich. Na los, nun streng die grauen Zellen mal ein bisschen an. Sie muss ein wenig Abstand zwischen sich und dem Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zustechen wollte, schoss der Doktor. Vielleicht jetzt der Wandschirm. Ungefähr 20 cm über den Boden ist ein kleines Loch. Ist wie ein Einschussloch außen. Sicher? Nee, das kann nicht sein, oder doch? Wenn er kurz weggestoßen wurde. Nein, warte, nein, vergesst diesen Gedankengang. Jetzt mache ich diesen gleichen Fehler wie vorhin auch, ey. Dieses Loch, ich fixiere mich zu sehr auf dieses komische Loch. Das darf nicht wahr sein, nein. Okay, es gibt nur noch zwei Möglichkeiten, das Messer und die Mayas Kostüm. Eigentlich könnte ich ja jetzt raten, aber ich will selbst auf die Lösung kommen. Also Konzentration, wie Phoenix White bereits sagt. Messer wird es wohl kaum sein. Irgendwas muss an diesem Kostüm falsch sein, aber was? Ich könnte es ja jetzt ausprobieren, aber wenn es richtig ist, was ist es dann? Ganz ruhig. Das Loch, das nach Schmauspuren riecht ein bisschen, das beweist eigentlich mehr oder weniger diesen merkwürdigen Gedankengang. Denn wenn man sich das mal so anguckt, Doktor wird weggestoßen, zieht seine Pistole und schießt. Genau diese Distanz, dass Schmauchspuren nicht entstanden sind, aber weit genug aber doch gleichzeitig so nah dran, dass es nach Schmauchspuren riecht. Heißt also, es stimmt. Dieses Loch, das bewirkt. Sehr seltsam. Das Kostüm.
Kostüm ist es auch nicht. Dr. Gray lag zwischen den beiden linken Feldern. Alles führt auf diesen Wandschirm zurück. Meine ganzen Überlegungen, das gibt's doch nicht. Komm, ich versuch's einfach. Dieser Wandschirm, der behindert meinen Gedankengang. Ich muss wenigstens versuchen, damit es rauskommt. What the fuck? Also doch, genau was ich gesagt habe, beziehungsweise sagen wollte. Maya schubst den Doktor weg, wie Doktor schießt. Wenn er geschossen hätte. Sie behaupten. Nee, warte, nein. Falsch, komplett falsch. Egal, vergiss das. Ich kann nicht so wirklich das Kostüm von Maya, das Loch in diesem Kostüm mit diesem Einschussloch hier, verbinden. Egal. Phoenix White, erklär uns mal. Dieses Beweisstück lässt dein Kartenhäuschen in sich zusammenfallen. Was soll das sein? Ein Wandschirm? Wenn das Gericht seine Aufmerksamkeit bitte auf das Loch darin richten würde. Ah! Wirkt, als wüsstest du bereits, worauf ich hinaus will. Wer, wie, was? Herr White, Ihre Erklärung bitte. Sind die beiden wirklich so ahnungslos? Die Kugel durchschlug zuerst den Ärmel der Angeklagten und danach den Wandschirm. Und das Ganze auf einer Höhe von schätzungsweise 20 cm über den Boden. Also. Als der Schuss abgefeuert wurde, war Maya, ich meine die Angeklagte, nicht dabei zuzustechen, sondern saß vielmehr auf dem Boden. Ruhe. Das ändert natürlich alles. Schauen Sie sich bitte mal diese Abbildung des Tatorts an. Das Opfer Dr. Gray befand sich hier, als er den Schuss auslöste. Die Kugel traf diesen Wandschirm. Und zwar in einer Höhe von etwa 20 cm vom Boden aus gemessen. Und jetzt raten Sie mal, wo sich die Angeklagte zu diesem Zeitpunkt aufhielt. Natürlich zwischen dem Loch und dem Opfer, also muss es so ungefähr hier gewesen sein. Ja. Hier. Ungefähr hier. Oh, der Richter macht ein Gesicht, als würde er gerade übel im Mundgeruch riechen. Das heißt, ich meine... Oh ja, ich habe heute Morgen das Zähneputzen vergessen. Ich mache mich mal kurz frisch. Okay. In der Zwischenzeit machen Sie sich bitte noch mal ein paar Gedanken, Herr White. Ja, sicher. Ups. Ah ja, passiert ist passiert. Muss mich darauf konzentrieren, wo Maya zur Tatzeit war. Nee, Moment, oh mein Gott, ich bin doch so doof.